Scheiße, ich weiß nicht. Es gibt eine Dusche, einen frischen Trainingsanzug. Bitte bedienen Sie sich. Das tat ich. Es war eine Art Atelierwohnung mit Bett, Dusche, Kochnische. Und man stapelweise frische, flauschige Handtücher. Als Sträfling bekommt man pro Woche ein Handtuch. Ich duschte kochend heiß und als ich herauskam, entdeckte ich unter dem Fernseher einen kleinen Kühlschrank voll mit Bier. Ich machte ein Grolsch auf und nahm ein paar große Schlucke. Das Bett war frisch gemacht und ich geriet teuflisch in Versuchung. Aber Gens Überraschung wartete auf mich. Der Trainingsanzug war neu, schwarz, Größe L und mit einem Etikett versehen, auf dem stand: mit den besten Empfehlungen von Claridge's. Nicht schlecht. Auf dem Weg nach draußen begegnete ich Jordan, der meinte: Miss Palmer findet gewissermaßen großen Gefallen an ihrer Arbeit. Das ist gewissermaßen auch beabsichtigt. Muss am Grolsch gelegen haben. Er lächelte traurig, sagte: Überlegen Sie sich gut, was Sie beabsichtigen. Die Northern Line spielte wie üblich verrückt und ich kam erst um 7 nach Hause. Gens Wagen parkte vor dem Haus. Eine Tür stand offen und Norton sagte: Wir sind spät dran, steig ein. Der Muskeltyp saß am Steuer, also stiegen Billy und ich hinten ein. Er fragte: Wo zum Teufel warst du? Hey Billy, krieg dich wieder ein, ich war arbeiten. Er betrachtete den Trainingsanzug, sagte: Du arbeitest im Claridge's? Nur in beratender Funktion. Er war sehr aufgeregt. Ein dünner Schweißfilm bedeckte seine Stirn. Er zündete eine Zigarette an der anderen an. Ich fragte: Was für eine Überraschung ist das? Er brummte irgendwas, sagte düster: Wirst schon sehen. Wir fuhren nach New Cross und hielten vor einem alten Lagerhaus. Ich fragte: War das hier nicht mal ein Schlachthof?